Sponsored by GamesPlanet.com. Und damit herzlich willkommen zurück zum The Evil Within Let's Play. Wir haben hier in der letzten Aufnahme eine kleine Sauerei veranstaltet, wie man hier... Woher kommen denn jetzt auf einmal die Haare hier? Oder sind das gar keine Haare? Sind das Schleifspuren? Sind das... Kabel? Ich weiß es nicht. Was auch immer das ist, ich habe Angst. Wir haben hier auf jeden Fall 3 Rätsel zu lösen. 2 haben wir schon gelöst. Und jetzt kommt das letzte Rätsel hier. Ah, okay, da wird jemand seziert. Von so einem ominösen Geistertypen. Ja. Okay, mach. Ich will... Da ist die Tür, perfekt. Soweit, so bekannt. Und jetzt werden wir hier sterben. Was macht der denn für... für Geräusche da auf dem Tisch? Telefon. Ja, die Anatomie des Körpers. Da lernt sie Muskeln und so. Und hier lernt sie die Nerven. Geil. Anatomical Drawing. Geil. So was möchte ich auch für mein Zimmer haben. Dann kann ich nachts gar nicht mehr schlafen, wenn ich das vor dem Schlafengehen angucke. Was soll das denn sein? Ein Gehirn? Mit... Hör auf, da rumzustehen. Ich kriege hier schon wieder Hallus. Ein Gehirn auf irgendeiner Apparatur, das betrieben wird ohne den menschlichen Körper. Fett krass. Und das mit einem anderen Kopf verbunden wird. Wieso, weshalb, warum? Ich möchte dir gar nicht fragen, was hier los ist. Auf jeden Fall nehmen wir hier wieder den Gehirnsaft mit. Oh, okay. Das hören wir uns mal an. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome. Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Okay, dieser verrückte Wissenschaftler, wer auch immer das ist, der will sich selbst vom Gedanken her mehr oder weniger klonen. Deshalb auch das da. Der möchte seine Gedanken da einfließen lassen. Ey, jetzt ist sie aber gut. Befriedigt der sich da drunter unter der Decke? Jetzt erlösen wir den. Jetzt reicht's mir hier. Verdammt, was? Ach so. Dit oder dit? Ich glaube, ich habe dit-Zeichen gesehen. Also im Prinzip die Gehirnzelle oder Synapse mit Verbindung. Hier ist ja ohne Verbindung. Und die müsste... Genau da. Da ist sie schon. Okay. Dann nehmen wir das Zeichen und hoffentlich stirbt der und nicht wir. Oh, ja, okay. Das wäre gelöst. Mach die Tür auf. Bitte. Ja, die Blutspur. Ah, ja, und durch... und durch das Blut hat sich jetzt eine weitere Tür geöffnet. Ach so, aber da ist schon aufgespießt. Das ist ja der... Nee, das ist der erste Raum. Ach so, da, die Wand. Ich bin schon kaputt. Nein, machen Sie doch nicht so einen Mist. Ach so. Ich dachte schon, da kommt die Frau jetzt raus. Okay, dieses Zeichen haben wir schon an diversen Wänden gesehen. Ich weiß nicht, dieses komische Kreuz oder... Keine Ahnung, was das darstellen soll. Mach mal hier auf. Die rostige alte Tür. Hallo? 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 Ist hier jemand? Darf ich Ihren Gehirnsaft einfach so mitnehmen hier? Den brauchen Sie doch nicht mehr, oder? Danke. Vielen lieben Dank. Die nächste Tür. Was ist denn dahinter? Ach, guck mal, da sitzt jemand. In der Badewanne? Ist das auch schon wieder so ein Todesapparat? Ist das mit Strom verbunden? Ich weiß es ja nicht. Komm, wir gehen da mal rein. Der sieht auf jeden Fall wie ein lebendes Wesen aus. Noch. Ah, die kennen wir doch, ne? Genau, das ist der vom Anfang. Unser Partner. Wo lag der denn da drauf? Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay.
hast mich hergebracht. Oh Gott, was war das? Mein Kopf fühlt sich an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Ich glaube, der verrückte Doktor, halt ein Partner heilen, verbraucht keine Gesundheitsgegenstände. Gut, dann machen wir das doch. Ich komme langsam wieder in Fahrt. Ja, ich glaube, unser Doktorchen hat auch schon mit unseren Partner rum experimentiert. Der hat ja auch schon so Erscheinungen irgendwie, dass er so langsam ohnmächtig wird oder zumindest droht, ohnmächtig zu werden und so. Mist, verdammter. Ja, dann komm mit hier, Kollege. Wir müssen hier raus. Ja, genau. Kommst du mit? Hallo? Ja, genau. Wenn er die Waffe ziehen kann, dann ist er bereit für den Kampf. Hoffe ich. Okay. Was für eine Schweinerei. Was ist denn hier schon wieder für eine... Ach so, das Öl. Ich dachte Blutpfütze. Ja, Öl ist nicht so schlimm. Das kann man sogar für uns verwenden, das Öl. Also, können wir ja anzünden und dann kommen die Gegner da nicht durch. Und hier kann man sich verstecken. Eine Menge Spinde zum Verstecken. Ah, nee. Die kann man reingucken. Aber wer weiß, was da drin ist. Nix. Öffnen. Ah, Munition. Okay. Der Raum gefällt mir bis jetzt. Der Raum gefällt mir immer besser. Naja, es sind zwar nur 300, aber ich meine, wer beschwert sich denn da? 300 Gehirnflüssigkeit. Oh, guck mal. Wieder Pistolenmuni. Nix. Und im letzten Spind ist wahrscheinlich... Ja! Okay, nicht im letzten. Ich wollte sagen, im letzten Spind ist da wieder irgendwas, was dich fertig macht. Aber das war nicht der letzte. Hier ist der letzte. Achso, da ist wieder Gehirnflüssigkeit. Okay. Ah, der war zum Glück schon tot. Jetzt haben wir ihn auch verbrannt. Ah, hier ist noch eine Kiste. Toll. Ist aber nichts drin. Schade. Und wieso kommt unser Partner nicht mit hier rein? Hattest du Angst? Verständlich. Ich höre doch jemanden. Da läuft jemand her. Kannst du dich ducken? Kollege? Kannst du dich ducken? Der macht einen auf Rambo. Ja, hier bin ich. Oh, verdammt. Nee. Halt die Augen auf. Halt die Augen auf. Halt die selber auf. Anzünden! Hier bin ich sicher. Solange das Feuer brennt. Hoffe ich. Oh, oh. Nein! Nicht gut! Verdammter Mist! Lauf weg! Weg, 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 weg. Ey, schieß mich doch nicht ab, du Verrückter. Haltet die Fressen hier. Ich hab's satt hier, von euch rumkommandiert zu werden. Ihr gehirnlosen Opfer. Hat man dir nichts beigebracht? Zombie schießt man in den Kopf. Aber gut, gut gemacht. Gut gemacht, wir verbrennen alle weg, 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 weg. Meine Fresse, ey. Der Partner nimmt so ein bisschen die Spannung raus, weil der die Gegner ablenken kann. Finde ich eigentlich nicht so gut. Alleine finde ich es besser. Wobei man so natürlich auch ein Koop-Spiel daraus machen könnte dann. Habe ich noch Leben? Ja, haben wir noch. Gut. Perfekt. So. Hier dürfte alles sicher sein für komische Ziegel, die da in der Wand fehlen. So. Ja, Munition im Schrank. Das macht natürlich Sinn, dass Munition in so ein Medizinschränkchen drin liegt, aber ja.
Da geht eine Treppe runter. Weißt du, wie ich mich hier gerade fühle? Hat das schon mal einer gespielt? Silent Hill, den ersten Teil von damals? Da gab es ja dieses Krankenhaus. Boah, das war meine schlimmste Horrorerfahrung bis heute. Da war ich in diesem Krankenhaus, vor allem in der zerklüfteten Welt, und dann hörst du da diese Krankenschwestern rumlurchen und Geräusche machen. Ich hab mich nicht bewegt. Ich wollte die nicht sehen. Ich wollte gar nichts. Ich stand da tagelang rum und hab versucht, den Mut zusammenzufassen, weiterzulaufen. Und ich hab, Alter, irgendwann hab ich's dann doch gemacht. Und am Ende war es dann, ja, es war schlimm, aber nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das ist eben typisch Mensch. Man hat Angst vor den Unbekannten. Ja. Ich wollte ihn eigentlich überraschen. Kollege, du schießt das jetzt nur noch, ne? Du hast nämlich, so wie es aussieht, unendlich Munition. Roundhouse-Kick, geil. Hat die Fresse hier voll den Rücken gebrochen. Voll in den Arsch. So. Kann ich den verbrennen? Ich glaube, ich habe keine Sachen mehr zum Verbrennen übrig. Mist, verdammt. Da wird ja gleich wieder eine Frau draus oder so. Die schlimmste Horrorerfahrung ever. Ach so, da war irgendwas drin. Ich glaube, eine Harpune oder so für unsere Waffe. Okay, dann müssen wir jetzt die Treppen hier runter. Ich habe so was von Schiss hier gerade. Ich gehe hier kaputt. Das darf man doch sagen. Das darf man sagen. Nicht nur Kinder haben Angst. Ich habe auch Angst, ja. Und frag nicht wie. Kann man die Sachen hier eigentlich öffnen? Nee. Ja, mach Licht aus. Sehe ich noch weniger. Wo ist der gruselig? Was hat denn da für eine komische Tür? Ganz viele Schränke. Kann man aber nicht öffnen. Ja. Drei Tastenfelder. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Ach, das ist eine Bombe. Meinst du, ach, ja, stimmt. Daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja. Typische Spielemechanik. Wahrscheinlich muss ich jetzt, während er den Chef, 1000 Gegner kaputt schießen. Das passt eigentlich nicht so zum Horrorspiel, aber zum Actionspiel wird das passen. Okay. Ist auch ein Horrorspiel, deshalb kamen jetzt keine 10.000 Gegner wie in Resident Evil 6 oder so. Oder Dead Space 3. Die Baller-Spiele da. Perfekt. Was ist denn hier? Ganz viele Badewannen. Oh ne. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, das wäre irgendein Gerät. Oh, was ist denn? Was machen die denn? Warum verändert der sich denn auf einmal? Genauso wie der Fahrer am Anfang. Kriegt er sich wieder ein oder... Nee, ich glaube, wir müssen jetzt leider den Kopf wegblasen. Ah nee, den geht's jetzt wieder gut. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Meine Fresse. Ja. Den hat's auch erwischt, was auch immer der hat. Das hatte der andere Fahrer auch. Aber wir können mit denen reden. Mir geht's gut, keine Sorge. Ja, natürlich geht's dir gut. Du hattest ja gerade nur komische Leprabläschen oder so am ganzen Körper. Wolltest mich kaputt kloppen. Und danach Nasenbluten, irgendwas mit dem Gehirn. Wenn man so aus der Nase blutet, könnte das aufs Gehirn deuten. Ich versuche, das hier alles viel zu wissenschaftlich zu ergründen. Das geht aber gar nicht. So. Ah, hier oben ist schon wieder schön freundlich hell. Zumindest da ich glaube, da draußen ist auch hell. Die Sonne scheint. Das gefällt mir. Da ist die Angst direkt wieder weg. Angst vor der Dunkelheit. Nicht nur in Kanada. Auch in Deutschland. Ah, hier. Spiegelzimmer. Gott sei Dank.
halten. Weiter. Nee, ich gehe da jetzt rein. Ins Spiegelzimmerchen. Was hat der denn jetzt? Man müsste meinen, dass er sich langsam daran gewöhnt, dass er hier in dieser neuen Welt auftaucht. Aber diesmal ist wieder alles schwarz-weiß. Das ändert sich ja auch andauernd. Habe ich einen Schlüssel gefunden? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Aber wir schauen einfach mal. Können hier jetzt Gegner kommen, weil ich hier die Waffe ziehen kann? Konnte ich das vorhin auch? Hä? Ich weiß es nicht. Nimm die mal. Ja, wir haben einen Schlüssel. Und wir haben den, ja, eventuell den Jackpot. 5000, ordentlich. Okay. Dann können wir uns hier wieder ein paar Fähigkeiten verbessern lassen. Von dem elektrischen Stuhl. Wo ist denn die Frau hin? Die Rezeptionistin. Wo bist du? Nette Lady, bist du vorgelaufen zum Stuhl? Und ich kann dir nicht sprinten. Das ist irgendwie jetzt gerade anders. Hier. Und ich kann den Spiegel auch nicht benutzen. Als wäre das hier nicht die Welt, die es eigentlich sein sollte. Ein Fake vielleicht. Wenn ich mich jetzt auf den Stuhl setze, sterbe ich vielleicht. Weil das nicht richtig ist. Irgendwas ist hier... Irgendwas ist nicht koscher. Nö, ist alles normal. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir verbessern Spritzenwerkzeug. 15.000. Ne, ich wollte ja die Waffen verbessern, ne? Kritische Trefferchance. 20%. Nehmen wir. 30%. Nehmen wir auch. 20.000 würde 50% kosten. Das haben wir jetzt nicht. Reichweite. Ach so, man kann die Reichweite irgendwie von dem Bolzen-Ding. Spannend. Ja, die Reichweite ist eigentlich nicht so gravierend. Für den Moment, möchte ich meinen. Was kann man denn hiervon verbessern? Das ist eigentlich auch so gut, wie es ist. Schrotflintenmund. Ja, das lassen wir eigentlich so erstmal. Genauso wie den ganzen Harpunenbolzen exklusiv. Nee, ich mache hier Fitness irgendwas. Nahkampfschaden. Wir machen mal 20% Nahkampfschaden. Damit wir zumindest so ein bisschen im Nahkampf was abziehen. Und den Rest der Fähigkeiten speichern wir uns. Oh, und wir kriegen diesmal nicht volle Leben. Kriegt man wohl nur dann, wenn man die maximale Leben erhöht irgendwie. Und wir müssen anscheinend den anderen Spiegel verwenden, um hier rauszukommen. Der da hinten. Da steht auch die Frau rum, glaube ich. Aber warum? Und die Zellen sind hier offen. Die hier zumindest. Warum? Mach doch nicht so einen Mist mit mir. Ist ja Gehirnflüssigkeit? Oder ist das nur ein Kaffee? Nee, ist nur ein Kaffee oder so. Die anderen Zellen sind... Warum nicht da lang? Ich will da nur hier raus. Wo soll ich denn lang? Verrat mir das mal. Der sagt halt in jeder Richtung. Ich gehe einfach hier hin. Wenn ihr mich jetzt tötet, dann... Dann sieht er... So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Ja, warum wohl? Die drehen ja auch alle durch. Hä? Die wurde voll betatscht. Guck mal, die hat Blut am Arsch. Die wurde sexuell missbraucht gerade, ey. Ich will hier raus. Geht nicht. Warum? Dann folgen wir einfach ihr mal. Lass mich los! Lass mich los! Ich lass dich gleich los hier. Lass mich los! Lass mich los! Hallo? Meine Fresse, ich wollte doch nur... Was ist das denn jetzt hier? Ich wollte doch nur... Gut. 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 Ja. Gut. Gut. Ich würde das nicht gut nennen. Hör auf mit gut zu sagen. Gut. Gut. Hä? Gut.
Das ist Leslie, glaube ich, der Verrückte. Was macht er da mit der Wand? Ist er die am Fressen? Leslie? Sie sehen gar nicht gut aus. Ja, oh meine Fresse. Boah. Mach doch mal so einen Mist mit mir. Ich verklopp dich. Na, jetzt haben wir schon wieder einen neuen Speicherplatz angelegt. Oh meine Fresse, ey. Da denkst du dir. Annehmen. Wir brauchen nur. Löschen. Das Spiel kann wegen des Spielchen gelöscht werden. Verdammt. Ja, dann speichern wir da. Ja. Gut. Haben wir zweimal den fünften Speicherplatz, warum auch immer. Da denkst du dir, ach, alles wird gut. Wir sind ja hier in der tollen Welt, wo uns alles gefällt. Und dann ist das da genauso schlimm wie in der anderen Welt, wo wir jetzt wieder sind. Hier mit unseren Kollegen, den Joseph. Und so viel auch wieder für diese schaurige Episode. Das wird immer verrückter, das wird immer skurriler, das ist ein Horror schlechthin. Das hat ja schon so, also das hat ziemlich ballermäßig am Anfang angefangen eigentlich. Aber jetzt, das ist so richtig psychomäßig, das ist Psycho, Horror, Mania, was weiß ich, pur. Ich gehe hier seelisch kaputt. Und wenn ich diese Nacht bei mir im Bett überleben sollte und ihr eure, dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Am besten macht ihr beim Gucken nicht das Licht aus, sondern lasst es an. Am besten versammelt ihr so viele Leute wie möglich, damit ihr nicht so viel Angst habt, denn alleine ist die Angst am größten. In diesem Sinne, bis morgen.